den Datenkern zu. Kannst du das irgendwie beschleunigen? Okay. Das wird dir nicht gefallen. Was denn? Was macht der denn hier? Ah. Hier steht, er wurde zu einer Konferenz gerufen. Wetten, dass Jalen und ND5 dort sein werden? Wenn ich es rechtzeitig hinschaffe, schließe ich mich seiner Eskorte an. Oh, das ist eine schreckliche Idee. Ich bin eine Sturmtrupplerin. Fürs Liro bin ich unsichtbar. Ich entriegle die Tür. Geh zum Turbolift, bevor er abfährt. Ja, lass mich. Kannst du nicht schneller gehen? Such doch einmal die Umgebung ab, Ende. Sie werden abgelöst, Soldat. Was? Mir hat keiner was gesagt. Verkeuten Sie nicht länger meine Zeit. Sie werden hier abgelöst. Gehen Sie. Ja, zu Befehl. Ich gehe. Okay. Aber bitte uns nicht von der Stimme her erkennen. Ich habe noch nie ein so unorganisiertes Schiff gesehen. Geht es hier immer so zu? Ich fürchte ja. Beschämend. Ich sorge mich ernsthaft um den Zustand der imperialen Flotte. Ach, wie schön. Aber ich muss schon sagen, jetzt zum Ende. Diese Dreistigkeit, diese Anmaßung. Das ist ja, jetzt beruhig dich mal. Vom anderen Ende des Imperiums herzubestellen. Wenn das nicht von höchster Wichtigkeit ist, rollen Köpfe. Ja, Direktor. Das ist eine lange Turboliftfahrt. Ich eskortiere Sie zur Brücke. Ich kenne den Weg. Ich brauche niemanden, der mir die Hand hält. Ja, es ist schön, wie der Mantel funktioniert. Polishing. Auf höchster Ebene. Direktor Barsha. Mir wurde zugetragen, dass es einen Sicherheitsvorfall gegeben hat. Nur eine Privatsache. Nicht, wenn Sie dabei achtlos imperiale Geheimnisse an den Feind verraten. Ich fürchte, der Imperator hat keine Verwendung mehr für Sie. Jalen. Das Imperium nimmt Ihren Vorschlag an, Jalen Rex. Sehr schick. Lass mich raten, der Pelz war deine Idee. Die Koordinaten der Rebellenbasis. Setzen Sie Kurs auf Akiva. Vorschlag? Lord Vader ist ein harter Verhandlungspartner. Im Austausch gegen die Rebellen von Akiva und die Rückgabe einiger äußerst geheimer Informationen. Kannst du es dir wirklich nicht denken? Dein Vorschlag, Jalen. Das Imperium übergibt mir Serek Besh. Und dich. Er weiß es? Dass wir Brüder sind, kam mir unwichtig vor. Du weißt ja nicht, was du getan hast. Ich weiß ganz genau, was ich getan habe. Die Klonkriege waren vorbei. Unsere Fabriken standen bereit, Tausende von Zerstörern für das Imperium zu bauen. Wir wären die reichste Familie auf Corellia gewesen. Ich tat, was ich tun musste. Du hast uns des Komplotts gegen den Imperator bezichtigt. Und wofür? Eine Beförderung? Wir hatten einfach alles, Lero. Du hattest alles. Aber ich war nur ein Fehltritt deines Vaters. Du hattest einen Platz an unserem Tisch. Ich hatte nichts. Und du hast mich immer wieder spüren lassen, jede Sekunde, dass du sein Liebling warst. Ich war der Erbe! Und wir waren Familie. Tja. Du schuldest mir ein Imperium. Also nehme ich deins. Du kennst doch noch ND5. Bis auf die Narbe auf der Brust. Der für dich die ganze Familie verfolgte und umbrachte.
Jedes Mal hast du. Ich dachte, das fühlt sich besser an. Von wegen das Blatt wenden, ha? Huh? All das nur aus Rache an deinem Bruder? Du weißt doch, Kay. Nichts schmerzt so wie Familie. Wenn du wegen des Kodex kommst. Ich komme wegen ND. Und ihm, schätze ich. Dein Ernst? Na dann, komm und hol sie. Lauf! Wie genau soll es jetzt weitergehen? Das lief nicht gut. ND hat mich gesehen und will mich jetzt töten. Alles klar. Ich suche den schnellsten Weg zum Hangar. Nein, ich habe immer noch den Hack. Ich werde nicht müde. Ich gebe nicht auf. Verschwinde, Kay, und hör nicht auf zu rennen. Es gibt nur einen Weg. Ah, fuck. Ich hab dich schnell, schnell. Du bist in der Nähe des Maschinenraums. Folge den Stromleitungen, dann findest du einen Turbolift. Gut, verstanden. Okay. Stromleitungen? Es ist nicht schlimm aufzugeben. Du hast es versucht. Solange dein Hack funktioniert, habe ich noch eine Chance. Ah, okay. Sollen. Ich habe dir ein neues Leben verschafft. Du hättest neu anfangen können. Du verstehst das nicht. Ich will nicht neu anfangen. Ich will meine Crew. Wohin? Ja, immerhin Behälter. Jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Ah. Ist die Frage, ob das mit dem Todes mal so bleibt, ne? Gedick, wo bin ich? Den Plänen nach müsstest du die primären und sekundären Energiekerne der Deflektorschilde sehen. Über wie viel Energie reden wir da? Genug, um einen BX-Droiden zu betäuben, nein. Oder? Oh. Gedick, wo bin ich? Den Plänen nach müsstest du die primären und sekundären Energiekerne der Deflektorschilde sehen. Über wie viel Energie reden wir da? Genug, um einen BX-Droiden zu betäuben, oder? Die Komponenten von ND5 sind abgeschirmt, aber es sollte ihn immerhin aufhalten. Sag mir wie. Du musst beide Kerne hochfahren. Das löst eine Notfallentladung durch den zentralen Emitter aus. Verstanden? Okay. Also ich schalte beide Kerne an, locke ND in die Mitte und es betäubt ihn? So ungefähr. Und was ist mit unserem Elektro-Mod von der Woche? Nie zurück. Da wäre er ja. Gut, von hier aus geht es gut. Yes. Kay, gut, dass du es aus der Fluchtkapsel geschafft hast. Aber du hättest fliehen sollen. Ich hoffe nur, dass ND5 die Sache nicht zu Ende bringt, bevor ich ankomme. Ja, wie ich schon sagte, es ist eine total dumme Entscheidung gewesen, aber natürlich ehrenvoll. Der Emitter. Ich muss die Konsole benutzen, um die Notfallentladung zu aktivieren.
nichts passiert. Irgendetwas stört die Kerne. Die Frage ist was? Statt Energiekerne neu. Okay, wir gehen mal da nach oben. Da rein. Oh. Gedeck, ich bin am ersten Kern. Fahr ihn hoch. Wir brauchen so viel Leistung wie möglich. Ich schalte ihn frei. Er wird überleben, oder? Er ist ein High-End-Kampfdroide, Kay. Aber er ist alt. Keine Garantie. Okay, das war schon mal nicht. Okay. Fuck. Fuck, 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 fuck. Da komme ich jetzt hier überhaupt wieder raus? Ich habe das Ziel im Visier. Na toll. Du kannst dich nicht verstecken. Ja, das ist scheiße, ne? Immer so ein Arm. Ich weiß, dass du hier bist. Verschwinde von hier, Kay. Okay. Pfeifen könnte wirksam sein. Schön für dich. Gut, der erste Kern läuft. Kay, es ist sinnlos. ND5 ist ein Droide. Das war ja schon immer. Du irrst dich! Wirklich? Von hier sieht es nicht so aus. Fuck. Geh da rein! Sensoren stören. Es ist gelogen, Kay. Ich versuche, uns beide zu retten. Kay, du hättest nicht kommen sollen. Ich muss Jalens Befehle befolgen. Komm schon, Andy. Ich musste es versuchen. Nun belastet dein Tod mein Gewissen. Ganze Aktion Nummer 2. Warte mal. Ich weiß, dass du das nicht tun willst. Das spielt schon lange keine Rolle mehr. Du redest mit mir. Das heißt, du kannst dagegen ankämpfen. So funktioniert der Bolzen nicht, Kay. Der Bolzen ist absolut. Ja, weil er dir das sagt. Kay, ich höre Blasterfeuer. Das heißt, du bist ganz in der Nähe. Und dein Tod auch. Gut, einmal da nach oben. Wird er da oben gerade auf mich warten? Nee. Okay. Und Spielplatz Nummer 2. Wo kommst du denn her? Ich habe deinen nächsten Schritt antizipiert. Ah ja. Nicht steuern, ich wurde zum Jagen und Töten gebaut. Du bist mehr als nur ein Kampfdroide. Kay, wenn du das glaubst, machst du dir selbst etwas vor. Lauf!
Nein! Ich kann erst aufhören, wenn ich dich habe! Nein! Das ist sowas. Nein! Oh, ihr seid solche Ärsche. Tu das nicht, Kay. Ich habe dich gewarnt. Früher oder später finde ich dich. Okay, wir brauchen hier eine andere Taktik. Nichts hält mich auf. Ja, da. Für den Moment zumindest. Ich habe das Ziel im Visier. Alter, wie soll ich denn das machen, wenn er da am Rumlaufen ist? Ich weiß, dass du hier bist. Ich flehe dich an, Kay. Du kannst dich nicht verstecken. Du musst fliehen. Am Anfang habe ich es bedauert, dein Leben retten zu müssen. Willst du mich jetzt mit Ehrlichkeit töten? Du hast dich verändert, Kay. Du verdienst es, zu leben. Es ist wenigstens nicht wieder so ein Zeitding. Aber dazu wird es nicht kommen, wenn du deinen Plan nicht aufgibst. Was immer du auch vorhast, es wird nicht funktionieren. Lauf und blicke nie zurück. Okay, einer noch. Nichts hält mich auf. Wo läufst du lang? Ich kann erst aufhören, wenn ich dich habe. Habe ich gemerkt. Shit. Andere Richtung. Ich flehe dich an, Kay. Gut. Nein, nicht in diese Richtung. Verschwinde von hier, Kay. Ganz schlecht. So, jetzt. Früher oder später finde ich dich. Okay, und jetzt noch zur Computerkonsole. So, schnell weg. Lauf und blicke nie zurück. Gut. So viele Interferenzen. Ich muss ihn in die Mitte locken. Komm, lauf, 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 lauf. Lauf schneller. Lauf, 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 lauf. Na gut, Ende. Komm, 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 komm. Du gewinnst. Ich kämpfe nicht mehr. Aber ich weiß, dass das nicht du bist, sondern Jalen. Ich sagte, du sollst. Komm, 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 komm. Komm, mach's. Ach nee. Tut mir leid, Kay. Mir auch. Andy? Kay! Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Diese BX-Einheiten sind zäh.
Erschieß sie. Nein. Nicht schlecht. Das nehme ich. Geht's dir gut? Ging nie besser. Gut. Ich krieg keine Luft hier drin. Ich danke dir, Kay. Aber ich werde mich nicht entschuldigen. Ich habe getan, was ich tun musste. Darum habe ich auch nie gebeten. Der Kodex kann viele Leben retten. Du hast die größte Macht der Galaxis herausgefordert, um einen Freund zu retten. Und ich will meine retten. Wohl wahr. Da haben wir dann doch noch was Gutes getan. Mach mal auf, bitte. Gedeck, kannst du mich hören? Oh, Kay, du lebst. Ich habe Asara und ND5 befreit. Wir brauchen dringend einen Turbolift. Verstanden. Da ist einer direkt vor euch. Ich rufe ihn. Ah, lass mich raten, da kommt dann Präsente mit dem Lift. Es sah einfach so aus, als wäre hier die Schusszeitlage. Aber, ah. Ich nehme das mal. Keine Schusszeitlage? Da ist der Lift. Und da sind die Sturmtruppen. Hier gibt es keinen Mangel an Ziel. Versteck dich nix. Hör nicht auf. Wir sind festgenagelt. Okay. Okay, machen wir mal den hier. Hat's auf der Seite noch was? Nee. Oh, cool. Von überall. Komm jetzt. Scheiße. Ganz schlecht. Mehr markieren. Gott, das war eher schlecht als recht. Shit, ich brauche eine Bacta-Fiole. Ach, das ist eine scheiß Waffe. Fuck. Scheiße. Mann. Ah, geil. Das war dann wohl nix. Diesmal vielleicht direkt von unten? Vorsicht, Kay. Da oben sind Sturmtruppen. Mit dem anderen hier. Danke.
Da oben noch und Feuer. Sehr gut. Ah, scheiße, da oben auch noch. Da komme ich nicht hin. Ich gehe mal rauf. Nein, scheiße. Weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. Fuck, 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 fuck. Nein! Das war auch ein schlechter Plan. Nein! Ah, hör auf damit! Pass auf! Komm, komm, komm! Fuck. Scheiß Scharfschütze, noch einer? Nee. Gut. Toll, den da hinten erreiche ich nicht. Komm, 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 der eine hier. Geht nicht. Jag das hoch, Nix. Wenn wir hier rauskommen, müssen wir die Rebellen auf Akiva warnen. Wir haben keine Chance gegen die Sternzerstörer. Unsere Chancen sind auch nicht berauschend. Okay, ich muss mal kurz laufen. So, da sind noch mehr. Ja, toll, jetzt sehe ich nichts mehr. Okay, war's das? Nee. Gut. Gut. Fuck. Perfekt. Asara, wir müssen los. Mhm. Das war absolut unnötig. Nur denken wir hier gut ist. Nee, okay, rein hier. Warte, kommt, wir müssen hier weg. Thank you.
Kay, MG5, Asara! Unfassbar, dass ihr das geschafft habt! Ja! Können wir bitte einfach verschwinden? Ist aber schön, dass man den halben. Die Sturmtruppen werden bestimmt nicht weniger. Wir müssen hier weg. Okay, ich glaube, laufen ist angesagt. Es sind einfach zu viele. Wir müssen zurück zur Bahnbrecher. Ja, und wie? Gut, Ank. Es kann losgehen. Okay, schnell weg hier. Basis. Hört ihr uns? Thais, Kobus der Hura. Bitte, keine Weltraumschlacht, bitte. Kivo-Basis, komm. Damien, ihr müsst abrücken. Hyperantrieb online. Wir können springen. Asara? Schlechter Empfang. Wie war das? Das Imperium weiß, wo ihr seid. Hört ihr mich? Leite Energie auf die Schilde um. Auf die Schilde? Ist das dein Ernst? Tiji Tapolata, please. Asara? Versuch's weiter. Bitte Kabeldraumschlag, bitte Kabeldraumschlag. Ich fordere einen Gefallen ein. Hoffe ich. Okay, dachte schon. Das war jetzt sehr merkwürdig. Ich hatte drei Kampfschiffe, Jäger. Okay, mal sehen, aus welchem Holz die alte Kiste geschnitzt ist. Ach, nö. Kivo-Basis, hört ihr mich? Wir haben hier einen Sternzerstörer, der sich in Position für eine Bombardierung begibt. Daniel, kannst du mich hören? Ach, es kommt nichts durch. Scheiße. Wir nehmen Schaden. Ja, ich weiß. Funktioniert das nicht? Ich versuche das Signal zu verstärken. Aber du ziehst hoffentlich keine Energie von den Deflektoren ab. Daniel! Kivo-Basis! Bitte komm, hört ihr mich? Geschafft! Ich hab's! Das war's mit unserem Schild. Alle Piloten. Scheiße. Die Jäger sind bereits auf dem Weg. Weg. Wir werden getroffen. Ja, das funktioniert halt so nicht. Wir müssen hier weiter weg. Feind, hinter uns. Was du nicht sagst. Halte durch, bis Verstärkung eintrifft. Ah, geil. Ich erreiche die Basis nicht. Wir müssen einen Störsender haben, um den Funk zu blockieren. Verstanden. Der Schild ist hinüber. Alle, komm. Alle. Schon dabei. Ah, diese 9 Kanonen, die ich einbaut habe, das sind kacke. Dankeschön. Ah. Wir hängen in einem Fangstrahl. Was haben wir bekommen? Daniel, konntet ihr fliehen? Könnte man sagen. Haha, da sind sie ja. Okay, nicht schlecht. Aber nicht genug. Was ist? Jemand reagiert auf die Barke. Kusa. Ubersakit grandiota tumbata hurastupa kepes. Jabba, habt ihr gefehlt? Jakudik sumio. Ja, wenn du es sagst. Gigi sato bagol. Bata chiska tarebius ichuduma pankpa. Sehr gut.
Hat sich also gelohnt, dass wir noch einen guten Ruf irgendwo haben. Syndicate Zambirio, Chris Turamna. Sorry. Steven, das tut mich jung. Warum legen wir nicht los, bevor sie es sich anders überlegen? Ja, klar. Die Rebellen rücken ab. Aber wenn dieser Sternzerstörer auf die Fabrik feuert, wären die Auswirkungen auf Nyra katastrophal. Verstanden. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Können wir diesem Ding überhaupt was anhaben? Nicht durch diese Schilde. Okay, du musst die Schildgeneratoren zerstören. Ja, ich versuch's. Wenn das Schiff mal schießen würde. Geschütz zerstört. Also gut, Daniel. Sei ehrlich. Haben wir eine Chance gegen das Ding? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde sagen 80 zu 20 fürs Imperium. Okay. Oh, gar cool. Nicht so schlecht. Geschütze erledigt. Das war's. Na komm, schieß. Komm jetzt! Ja! Okay, weg hier. Oh, die sind ja mit einem großen Kreuzer da. Ja. Oh, komm. 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 Ja! Sorry! Oh, diese Weltraumfliegereien ist in das Spiel so scheiße. Ja, schön für den. Komm. Hey, Huttenchef. Wir sind beide Feinde des Imperiums. Wieso öffnet Jabba nicht seine Hyperraumrouten für uns? Okay, das wird nix. Weiter weg. Glaub mir, Danny. Mit den Hutten willst du nicht ins Geschäft kommen. Turbolaser neutralisiert. Okay. Einmal Wende. Komm. Geh jetzt kaputt. Ah, oh, das ist scheiß Teil. Hey, ist das hier aus alte IML-850? Sehr gut. Nö. Das heißt, ihr Reaktor ist angreifbar. Verstanden. Gib das Zeichen, dass wir mit dem Angriff beginnen. Von links. Ich weiß. Und was ist der Reaktor? Das hier? Wie läuft es mit diesen T-Jägern? Ach, Mann. Okay, wenden. Was ist da? Ach, da. Komm. Von rechts? Ja, hab's verstanden. Nein, aber ihr habt ein paar meiner Freunde. Und einen von uns hat Jabba in einem Carbonit-Block. Ich hatte Explosionen an Bord. Und eine Kettenreaktion im Antrieb der Offenbarer. Das hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Ah, Tabo. Sukura Toga. Okay, das sah jetzt schon geil aus. Verschwinden wir von hier. Gut. Ich meine nur, die Infos aus dem Kodex. Jalen hatte recht. Wir können das Blatt in diesem Krieg wenden. Du meinst es ernst? Wir hatten Glück. Ein Sternzerstörer auszuschalten, ohne bezahlt zu werden, ist Glück? Wir könnten dich brauchen. Mit dem Gebrauchtwerden bin ich durch. Pass gut auf dich auf, Asara. Was ist mit dir? Danke.
Ventamino Luna de Tabola, Genoma. Titoki das Legaton. Das ist schade, denn ich habe da was. Es geht um Druiden und Casinos. Troy Ubakawa Pagua. Und Tresore, die man sprengen kann. Okay, Ubakawa. Ach, ich wünsche euch viel Spaß. Aber ich hau euch denn raus, wenn ihr es vergeigt. Schätze, ich schulde euch was. Also bezahlst du ihre Rechnung oder ich? Willst du dein Zimmer noch? Ach, lass einfach das Licht an, Bram. Solange du willst. Hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Ich will meine 20%. 10. Aber ich habe was Besseres. Ich dachte, der Kodex wäre verschollen. Für alle anderen? Da stehen genug Geheimnisse drin, um dein eigenes Geschäft aufzuziehen. Denk an mich, wenn dir die Unterwelt gehört. Ich bräuchte einen Partner. Ich hab schon einen. Aber hey, ich bin leicht aufzuspüren, oder? Und? Wohin als nächstes? Wohin wir wollen, Andy. Interessant, dass sich das mit Andy und ihr so entwickelt hat. Dass die beiden jetzt auf Tour gehen. Ja, puh. Ich muss sagen, die Grundstory war schon nicht schlecht. Also die Hauptmissionen sind recht gut gestaltet. Nebenmissionen haben sich gerne mal wiederholt. Und ja, auch das in den Basen, die Sachen, wie du es halt machst, war halt immer wieder mal das Gleiche. Auch mit den Gängen und die Assets, was man so gesehen hat. Die Landschaften waren dafür halt bombastisch. Die hat richtig toll ausgesehen. Und auch die Atmosphäre in den Städten und Co., das hat gepasst. Damit den Asharai der Welt, das war irgendwie so nicht wirklich eine Welt, die genutzt worden ist. Das ist immer relativ kurz geblieben im Verhältnis zu den anderen. Performance und Bugs hat es natürlich gegeben. Jetzt keine Game-Breaking-Sachen, aber ich meine, das, was das Ding an Performance zieht, ist schon nicht schlecht gewesen am Anfang. Die beste Hackerin der Galaxis, bezahlt mit markierten Kredits. Jalen Rex war ziemlich clever, was? Du kennst also meine Akte. 10 Crews in 9 Jahren, kein Heim, keine Familie und absolut keine Bindungen. Bis auf eine. Hast du eine Ahnung, was das ist? Der Mindesteinsatz auf der Rennbahn. Ein Sender. Ein ziemlich starker. Selbst gebaut. Mindestens 10 Jahre alt. Wer den gebastelt hat, wollte jederzeit ganz genau wissen, wo sein Ziel ist. Ergibt Sinn. Es kann nicht immer jemand für dich da sein. Aber dann zählt es umso mehr, wenn doch. Nicht schlecht. Für eine Imperiale. Sie braucht wohl noch mehr Zeit, um über ihre Taten nachzudenken. Mir nach, Soldat. Interesting. Das mit dem Sender. Ach ja, und dann natürlich gibt es wieder Ärger. Also, um zurückzukommen, mit den zweiten, ich glaube, der zweite Patch war das jetzt zum Schluss, ist das Spiel schon wesentlich besser gelaufen. Also, sie hätten eigentlich auf den irgendwie noch warten sollen.
und dann das Spiel releasen. Aber kennst es ja. Wobei sie ja für das eh schon ganz schön fett weggekriegt haben. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht mit Ubisoft diesbezüglich. Ja. Einerseits bin ich jetzt auch ein bisschen froh, dass das vorbei ist. Ich meine, wir hätten theoretisch noch viel mehr Zeit drin verbringen können, gerade mit den ganzen Nebensachen. Also da haben wir ja einiges nicht gemacht, aber ich wollte ein bisschen fokussierter durchgehen. Aber doch, hat Spaß gemacht. Würde es nochmal spielen? Vermutlich eher nicht, weil es mal zu linear ist. Beziehungsweise, ich würde es vermutlich auch von der anderen Art und Weise spielen, sondern ich würde mir vermutlich so zwischendrin einen Savepoint rausholen und dann so ein paar Nebensachen machen und mir vielleicht nochmal die Landschaft anschauen. Aber die ganze Kampagne glaube ich jetzt nicht nochmal. Was findet ihr? Eins habe ich noch. Die Flugsimulation. Total für den Arsch, die Steuerung. Und oh Gott, ist das eine Geschütz zum Schluss? Nee, hätte ich wieder umbauen sollen. Das war total für den Arsch. Und das mit dem Gleiter rumfahren. War zumindest ohne Day One Patch fragwürdig von der Steuerung. Ist aber zum Schluss dann auch besser geworden. Und ich würde sagen, ab und zu waren in der Kampagne ein paar Story-Logik-Fehler mit drin. Oder zum Beispiel, als wir da in die Fabrik rein sind bei den Ashana, dieser kurze Weg mit der Straße, fand ich ein bisschen simplified. So, das war's jetzt mit meiner Kritik. Wie sieht es euch? Schreibt es mal die Kommentare unten rein. Würde mich interessieren. Und jetzt mal schauen, wohin die nächste Reise geht. Ciao.
meinst du nix. Was sollen wir jetzt tun? Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.